VS programmieren. Dazu brauchen wir einen Computer, zum Beispiel einen Laptop, ein Programmiergerät und natürlich den Admin. Hier das Programmiergerät, was über USB mit dem Rechner verbunden ist. Und hier ein Atmel Mega 8 auf ein Breadboard montiert. Zunächst müssen wir hier Masse und Plus anschließen. Masse ist hier über diese untere Schiene im Breadboard verbunden und dann über die Drahtbrücke mit Pin 8 verbunden. Der Plus-Pin, das ist Pin 7, ist hier an 5 Volt angeschlossen. Als nächstes haben wir hier über einen 560k Widerstand eine Verbindung zum Pin 1, das ist der Reset-Pin. Jetzt müssen wir noch die 6 Pole vom Programmer verbinden. Das ist einmal der Anschluss, der auch an Reset geht. Dann haben wir den Anschluss, der mit Masse verbunden ist und natürlich auch den Plus-Pin, 5 Volt. Dazu kommen noch 3 Anschlüsse für MISO, MOSI und SCK. Die sind hier oben rechts. Demonstrationszwecke, hier mal ein kleines Projekt, was nur die LED anschaltet. Wir sehen hier, der Programmer hat kurz geblinkt. Da wurde das Programm auf den Admin geladen und die LED war dann aus. Jetzt programmiere ich hier eine Zeile, dass der LED-Pin an dem Port D auf 1 gesetzt wird. Auch das wird jetzt kompiliert, wird hier über den Programmer auf den Admin kopiert und wir sehen, das Programm wird ausgeführt und die LED ist jetzt immer an. Da das jetzt ein bisschen langweilig ist, wollen wir mal einen kleinen Blinkzyklus programmieren. Dazu haben wir hier eine Zeile, die die LED anschaltet. Dann hier eine Vorschleife, die dazu führt, dass der Admin eine Sekunde lang wartet. Und dann schalten wir die LED wieder aus und danach warten wir auch wieder eine Sekunde. Das Ganze wieder kompilieren. Wird entsprechend auf den Admin geschrieben. Und dann sehen wir, dass die LED blinkt. Sinngemäß funktioniert das auch für die anderen Projekte, die ihr bei mir herunterladen könnt. Zum Beispiel die Aufzugssteuerung.